Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt auf diesem Kanal. Ich werde Kato spielen. Ich wollte Kato eigentlich schon ewig, also als es rauskam, wollte ich es eigentlich schon spielen. Ich glaube, das ist jetzt auch schon wieder ein Jahr her oder so. Ich arbeite mich langsam durch die Liste der Schande. Ich muss vielleicht mal eine Übersichtsliste machen, welche Spiele potenziell durchspielbar sind und welche Spiele eher so länger Projekte sind und dann maximal eins von beidem also immer gleichzeitig laufen haben. Ich meine jetzt zum Beispiel, Cat Cafe Manager ging ja relativ fix. No Place Like Home läuft immer noch. Ist auch noch nicht fertig. Dementsprechend wäre es schon sinnvoll, glaube ich. Ich will mal kurz gucken, ob man dieses Spiel kontrollerisiert, wenn ich ihn anmache. Mal wieder Vorbereitung hoch 50. Sah so aus, als könnte man das auch mit Tastatur spielen. Was vorhin Dinge getan hat, obwohl ich was in einem ganz anderen Programm rumgeklickt habe. Warum leuchtest du und verbindest dich nicht? Wir ignorieren das jetzt. Ich würde ja sagen, ich gebe ein Kabel. Aber das Kabel brauche ich gerade. Deswegen testen wir jetzt das erstmal mit Tastatur. Für den Fall, dass das Spiel besser mit Controller geht, könnt ihr das gerne in den Kommentaren schreiben. Und falls ihr Spaß habt, die Videos zu schauen oder noch andere Projekte angucken wollt, dann geht gerne auf meinen Kanal, lasst gerne ein Abo da. Dann kommen alle Videos in die Abo-Box. Wie gesagt, wir spielen im Moment noch No Place Like Home. Wir haben immer noch das Wochenendprojekt, was im Moment nicht läuft. Half Past Fate, das wird noch in Zukunft zu Ende gebracht werden, hoffentlich. Genau, und Cat Cafe Manager ist gerade zu Ende gelaufen. Und ja, ich würde sagen, wir gucken jetzt mal in Kato rein. Aber auch schon wieder viel zu lange gelabert. Und los. Neues Spiel. Soll mega süß sein. Was ich davon jetzt gesehen habe. Ich habe mich extra nicht gespoilert. Also mal wieder nicht das Spiel gespielt. Oder angeguckt. Dementsprechend, unwissend. Ah, das ist süß. Ein Papierflieger gebastelt. Guck mal. Psst. Oh. Wow. Das heißt, wenn wir oben die Karte bewegen, bewegt sich auch auf der Welt die Karte. Oh. Das sieht nicht so clever aus. Oh oh. Kleine Kinder sollten nicht mit erwachsenen Dingen spielen, ist die, ne, Prämisse mal wieder. Oh. Guten Morgen. Wir können uns mit den Pfeiltasten bewegen. Alles klar. Aber nur mit den Pfeiltasten. Ich würde gerne lieber WASD benutzen, aber ich weiß nicht, ob man das umstellen kann. Ich bleib erstmal so. Ich weiß nicht, mal durch die ganzen anderen Spiele ist das so ein bisschen drin. Oh, was ist das denn? Ist das so ein bisschen drin, dass man sich... Ah, wir haben eine Karte gefunden. Willkommen, Entdecker. Erforsche und ändere diese Welt. Du kannst jede Zeile auf der Karte verschieben. Die einzelnen Teile lassen sich auch drehen. Ah, mit A und D. Deswegen können wir wahrscheinlich WASD nicht benutzen. Du kannst Teile verbinden, wenn sie an den gleichen Geländetyp angrenzen. Dunkle Bereiche der Karte sind Abschnitte, die du noch nicht erkundet hast. Schau sie dir näher an. Alles klar. Das heißt, wir nehmen jetzt dieses Ding. Packen das dahin. Gehen wieder raus. Und können hier oben gucken, was hier... Oh, was haben wir denn jetzt? Eine Karte. Haben wir ein Stück Karte gefunden? Wir haben ein Stück Karte gefunden. Sehr schön. Das ist auch das Einzige, was ich von dem Spiel weiß. Wir laufen durch die Gegend und
müssen sozusagen Rätsel lösen, indem wir die Karte wieder zusammensetzen und ja, haben vielleicht noch eine Story dran. Es sieht so hübsch aus, ne? Verbinde neue Teile mit der vorhandenen Karte, um mehr von der Welt aufzudecken. Kartenteile sind überall verstreut. Je mehr du findest, desto größer wird deine Welt. Yes, neue Teile mit W. Ach so, W. Wir können das hier nirgendwo hinpacken, ne? Aber wir müssen erst ein anderes Teil bewegen. Oder können wir auch Teile wegpacken? Es ist übrigens super. Ich weiß nicht wieso, aber die Feuerwehr hat beschlossen, genau jetzt rumzufahren draußen. Ich hoffe, das hört man nicht zu laut, weil ich habe das Fenster aufgemacht. Es ist heute zwar nicht mega warm. Ey. So ist perfekt, ne? Es ist nicht mega warm. Aber ich weiß nicht, irgendwie ist die Wohnung so warm und deswegen verbringe ich die Tage aktuell mit. Oh, wer ist das denn? Mit einem offenen Fenster. Hallo. Hallo, Kleine. Wir bekommen nicht oft neue Besucher. Bist du mit deiner Familie hier? Ich verstehe, hier sind jedenfalls alle willkommen und du kommst zu einem günstigen Zeitpunkt. Denn heute feiern wir die Mündigkeit meiner geliebten Nichte Shianan. Oh, ja, das ist sehr aufregend. Diesen Morgen war ich so abgelenkt, dass ich meinen Köder vergessen habe. Aber was soll's, ist ja nicht mehr lang bis zur Zeremonie. Bis dahin kannst du die Insel erkunden, wir sehen uns später. Okay, wir haben noch ein Stück Karte gefunden. Heißt, wir können jetzt genau, wir packen hier das hin. Ja, also ich hoffe, man hört es nicht zu laut auf der Aufnahme. Am besten gar nicht. Hallo. Hallo, Kleine. Wo kommst du denn her? Es ist schön, jemand Neues zu treffen. Ich habe die letzten Monate kaum das Haus verlassen. Ich muss sagen, der Text, wenn er so ganz langsam vor sich hintröpfelt, ist ein bisschen zu langsam zum Vorlesen. Da, guck. Dieser kleine Wonnepoppen hält mich ganz schön auf Trab. Hast du schon meinen Mann getroffen? Er wollte hier in der Nähe fischen gehen. Viel fangen wird er wohl nicht. Der Schussel hat seinen Köder vergessen. Da können wir wieder nur hoffen, dass uns die Launen des Ozeans gnädig sind. Gnädig sein mögen. Nur gut, dass diese kleine Maus Fisch so sehr mag. Ganz im Gegensatz zu dem nörgeligen Dreckspatz da hinten. Hey! Hast du schon andere Familien besucht? Kelan und ihre Familie kamen als Erste auf diese Insel. Sie leben direkt am Meer. Sia ist meine Schwägerin, sie lebt mit ihrer Familie im Wald. Ihre Tochter Shianan wird heute mündig. Kaum zu glauben, dass dieser Tag schon gekommen ist. Alles klar, hallo. Wer bist du? Bist du 15? Hä? Mama hat gesagt, dass ich 15 Jahre alt sein muss, um mündig zu werden. Aber wie konntest du das Meer überqueren, wenn du noch nicht 15 bist? Wenn jemand 15 Jahre alt wird, erscheint am Nordpier ein Boot. Ein Geschenk des Meeres. Wer 15 geworden ist, muss das Boot betreten und die Insel verlassen. Immer. Ich bin auch für immer weg. Das ist ja so lang wie ein Monat. Was? Okay. Oh. Niemand zu Hause. Ein Topf. Salzige Ritze, die in der Sonne trocknet. Okay, gibt es hier noch eine Karte? Eine Karte. Nehmen wir mit W die jetzt mal.
Wenn wir sie drehen. Oh. Also Wald können wir nur an Wald machen. Hm. Dann so. Steuerung und so. Ich hoffe, ihr hört meine Tastatur auch nicht so laut. Die ist, trifft mal am Mikrofon. Soundcheck und so ist mal wieder, ne? Ich hab's mal wieder absolut, oh. Ein unauffälliger Haufen Erde. Was? Unauffällig. Allein der Fakt, dass wir sagen, dass er unauffällig ist, macht ihn doch schon auffällig. Also, meiner Meinung nach. Da war jetzt nur das Stück Karte drauf, ne? Okay, wir haben ein neues Stück Karte. Na, wir haben ein neues Stück Karte. So. Jetzt haben wir den Wald ein bisschen vergrößert. Noch ein Stück Karte. Das ist wahrscheinlich... Oh ne, das ist... Das passt ja eigentlich, wenn wir das hier geht auch, genau. Oben oder unten, eins von beiden. Da scheint wieder jemand zu stehen. Frage mich, ob man nachher vielleicht eine schöne Insel bauen kann. Was ist das denn? Das ist ein Fischernetz. Hallo? Hey, du kommst mir unbekannt vor. Ich habe mich wohl wirklich verlaufen. Die Insel ist zwar klein, aber auf dem Nachhauseweg werde ich immer abgelenkt. Der Ozean ist einfach so schön. Und voller Meerjungfrauen. Das ist mir etwas peinlich, aber kannst du mir bitte helfen, den Weg nach Hause zu finden? Du scheinst dich hier auszukennen. Mein Haus ist in der Nähe des Meeres. Und zwar östlich vom Haus aus dem Gras, auf dem Grasland. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo Osten ist. Hier ist keine Karte. Jetzt bin ich verwirrt. Was sollen wir tun? Ich glaube, ich lebe östlich vom Haus auf dem Gras. Dann kannst du mich dorthin bringen. Ja, dann komm doch mit. Östlich wäre hier in die Richtung. Das jetzt anheben und drehen. Wenn wir das so machen, dann müsste das ja eigentlich passen. Wo ist denn jetzt der Herr dahin? Komm doch mit! Ah, ich weiß, was wir tun müssen. Okay. Oh, vielleicht nicht auf dem... Nicht auf dem Feld stehen. Ah, okay. Das hat funktioniert. Ich dachte gerade schon. Nicht auf dem Feld stehen, was wir wegdrehen, ne? Das ist nicht so gut. So. Wir haben ihn jetzt da hingesetzt. Jetzt hat er sein Haus da. Das. Oh, ein Stück Karte. Oh, ja, tatsächlich, das sieht vertraut aus. Das ist mein Haus und diese Frau muss meine Gattin sein. Wow, so ein Glück. Danke für deine Hilfe, liebes Kind. Gar kein Problem. Hallo. Danke, dass du meinen Mann nach Hause gebracht hast. Ich liebe ihn sehr, aber er würde selbst seine Nase vergessen, wenn sie nicht in seinem Gesicht stecken würde. Ich glaube nicht, dass wir uns schon begegnet sind. Bist du von einem anderen Stamm? Was sind eure Traditionen? Wir sind Pioniere des Meeres. Sobald wir in See gestochen sind, siedeln wir auf der ersten Insel, die wir entdecken. Wir hatten Glück, auf dieser Insel zu landen. Wir lieben es hier. Hast du schon Shianan getroffen? Sie bedeutet uns sehr viel. Es wird schwer, sich von ihr zu verabschieden. Aber wir freuen uns für sie. Sie würde dich bestimmt gerne kennenlernen, wenn du einen Moment hast. Nee,
niemand zu Hause. Ein Topf. Du nimmst den Deckel ab, schüttest darin einen weiteren Topf. In diesem Topf ist ein weiterer, noch kleinerer Topf. Okay, wir hatten ein Stück Karte gefunden. Das passt nicht, weil da unten Wasser ist. Das heißt, wir packen das dahin, das dahin, das. Gehen wir so. Meine Nase juckt. Tada! Dann gehen wir doch mal schauen, was wir jetzt aufgedeckt haben. Das müsste jetzt ja. Sind wir hier richtig? Ja. Was machst du denn da? Nach Shianan. Sie lebt in einem Wald, der viel größer als dieser ist. Aber... Oh, guck mal, da ist wieder dieser Haufen. Aber wie kann sie denn in einem Wald wohnen, der größer als das hier ist? Und ich glaube, das ist doch schon groß. Es ist nicht... Entschuldigung. So, dann müssen wir jetzt wahrscheinlich den Wald bauen. Oh ja. Packen wir das mal hier oben hin. Weh. 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 Einmal das. Und einmal das. Und einmal das. Und... Ah, sehr gut. Jetzt gehen wir einfach hoch. Jetzt schon super viel Spaß. Dieses Spiel ist so süß und so hübsch und so. Yay. Kann ich auf jeden Fall jetzt schon empfehlen. Macht Spaß. Ist ein bisschen mit Denkrätseln. Ich weiß auch nicht, wie lang das Spiel ist, aber sehr süß. Schaut uns an, wie süß wir sind. Ich wünschte, wir könnten springen. Ich liebe es, in Spielen zu springen. Ein Haus. Shianan. Dieses Mädchen. Das ist eine Axt. Die Axt eines Holzfällers. Mit Holz. Ich will aber jetzt erstmal gucken, ob wir auf den Kartenteilen, die wir jetzt dran gepackt haben, außer dieser Hütte noch irgendwas anderes haben. Das sieht aber nicht so aus. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein Kartenstück. Wo ist die denn hingelaufen? Hallo? Können wir das auf der Karte sehen? Nein. Wollen wir vielleicht oben mit den Leuten reden? Ich glaube schon. Hallo? Ahem. Kann ich dir helfen, Kind? Das hier ist nämlich Privatbesitz. Oh, tut mir leid, die letzten Tage mit Shianan waren schwer. Du bist hier wirklich herzlich willkommen. Ha. Shianan sagt ständig, dass sie eines Tages zurückkehren wird. Aber so geht das nicht. Es entspricht nicht dem Willen des Meeres. Sobald ein Angehöriger unseres Volkes in See sticht, darf er niemals in seine Heimat zurückkehren. So verlangt es die Tradition. Ich weiß, Schatz, das Mädchen bringt mich manchmal zur Weißglut. Aber sie hatte schon immer ihren eigenen Kopf. Ich frage mich, von wem sie das hat. Für sie ist das sicher auch schwer. Wir müssen einfach versuchen, das Beste aus der verbleibenden Zeit zu machen, die wir noch zusammen sind. Shianan ist wahrscheinlich zum See gegangen, um alleine zu sein. Kannst du bitte nachher sehen, Kleiner? Scheint sie eine gute Zuhörerin zu sein. Okay. Was ist das denn? Eine Muschelkette. In einer der glühenden Muschelschalen findest du einen Teil der Karte. Nice. Hallo. Meine Frau und ich haben dieses Haus selbst gebaut, sogar die Einrichtung. Wir sind ziemlich geschickt. Wie wäre es mit einem Rundgang? Das hier ist das Wohnzimmer und das Schlafzimmer und die Küche. Und wir sind am Ende unserer Tour. Aha. Upsi. Man sagt, dass dieses Tier einst auf den Inseln unserer Vorfahren lebte. Es wurde angeblich Schwarzbär genannt oder Schwarz als Kurzform.
Schwer. Schwer. Kaum zu glauben, dass es derart große Tiere gibt. Wie gerne würde ich mal einen sehen. Ein paar hochwertige Tonschalen. Eine Schüssel mit brodelndem Fischeintopf. Bäh. Die Fisch. Okay, wir haben ein Kartenstück gekriegt. Daraus können wir jetzt einen See basteln. Und wir das hier woanders hinpacken. Wie? Das hat funktioniert. Hallo. Bin einfach noch nicht bereit, wegzugehen. Es mag zwar Tradition sein, aber für meine Familie ist alles, was ich habe. Warum kann ich nicht zurückkommen und sie besuchen, nachdem ich in See gestochen bin? Diese Tradition gibt es bei unserem Volk schon so lange, dass die Leute wohl vergessen haben, was sie eigentlich soll. Weißt du, nicht alle Traditionen sind gut. Manchmal führen wir sie nur deshalb weiter, weil wir es schon immer so getan haben. Oh, tut mir leid, ich bin nur ganz durcheinander. Danke fürs Zuhören. Wer bist du eigentlich? Oh, kein Grund zur Nervosität. Ich bin Xianan. Willkommen auf unserer Insel. Ich muss sie aber bald für immer verlassen, denn heute ist meine Mündigkeitszeremonie. Einerseits bin ich ganz aufgeregt, doch andererseits habe ich Angst, dass ich einsam sein werde. Es könnte eine Weile dauern, neue Freunde zu finden. Und Abenteuer machen einfach mehr Spaß, wenn jemand dabei ist. Ich wollte sagen, wir können doch mitkommen. Wir haben uns zwar gerade erst getroffen, aber würdest du vielleicht mitkommen wollen? Ich habe das Gefühl, dass du eine gute Freundin sein könntest. Yes. 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 Wow, ernsthaft? Das wird ein Spaß. Ich kann es kaum erwarten, es meinen Eltern zu erzählen. Und was mit deiner Familie? Musst du deinen Leuten nicht Bescheid sagen? Dann müssten wir sie eben finden. Oder wäre noch eine Sache, bevor wir in See stechen können? Vielleicht kannst du mir helfen? Yes. Ich will immer ein Stück Heimat bei mir haben, deshalb möchte ich eine Handvoll Erde mitnehmen. Ich brauche nur etwas mehr Zeit, um mich von der Insel zu verabschieden. Würdest du bitte etwas Erde für mich besorgen? Die beste Erde findest du da, wo sich Wald und Küste und Grasland begegnen. Kannst du die Erde in diese Tasche tun, wenn du sie gefunden hast? Danke. Yes, wir haben eine Tasche. Wir gehen wieder zurück zum ominösen Erdhäufchen. Schnipp, schnipp. Wir haben Erde gesammelt. Gegenstände sind auf W. Alles klar. Ich hab Erde. Hallo. Ist sie hier? Ah. Hast du etwas Erde gefunden? Diese Erde sieht prima aus, danke. Da steckt ein merkwürdiges Stück Papier drin. Oh, willst du es haben? Bitteschön. Ich denke, ich habe jetzt alles. Ich bin bereit, in den See zu stechen. Bald werden alle Ozeane unsere Namen kennen. Xianan und Kato. Xianan und Kato, juhu! Wenn du soweit bist, dann treffen wir uns am Nordpier zu meiner Zeremonie. Yay! Okay. Ah, das ist der Pier. Aber der muss in den Norden. Natürlich muss er das. Den. Kann ich den See kaputt machen? Oh nee, kann ich nicht. Aber ich kann das hier nehmen und es drehen und dann den hier dahin packen. Komme da zwar nicht mehr hoch, aber das ist okay. Runter. Wir kommen nicht mehr runter. Was habe ich gemacht? Ach so, falsche Taste. Ich will die ganze Zeit mit WASD laufen. Das ist echt blöd. Hallo. Kann ich mit dir reden, Kind? Yes.
Darf ich um einen Gefallen bitten? Oh. Bitte nimm dieses Andenken mit. Kannst du es meinem Sohn geben, falls du ihm irgendwo da draußen begegnest? Es mag unwahrscheinlich sein, aber ich würde ihm so gerne ein Zeichen unserer Liebe senden. Wir haben es geschafft. Gerade rechtzeitig für die Hundeausstellung. Oh Gott. Aber wer ist denn dein Sohn? Danke, ich wünsche dir auf deiner großen Reise alles Gute. Meh. Vielleicht trägt er einfach ähnliche Sachen. Ich werde Shian dann wirklich vermissen. Wer hilft mir jetzt, die Netze einzuholen? Ich bin aber sehr stolz auf sie und froh, dass du mit ihr gehst. Schau nur, Schatz, dieses Boot ist ein Geschenk des Meeres für Shian an. Es fühlt sich für mich immer wie Magie an, wenn ein Boot erscheint. Boah, wow, dieses Boot ist irre. Es könnte aber echt ein paar Hummerscheren vertragen. Möge das Meer diese Reise mit Glück segnen. Shianan kann froh sein, eine Freundin wie dich zu haben. Es wird wohl Zeit. Ich habe gehört, dass du Shianan begleitest. Das ist sehr nett von dir. Hallo. Hi, Kato. Kaum zu glauben, dass das Boot wirklich gekommen ist. Glaube, dass ich abreisebereit bin. Wie sieht es bei dir aus? Yes. Juhu, die Zeremonie kann beginnen. Meine Lieben, ein Abschiedsgeschenk für euch. Eine Kette aus Schwertfischknochen. Möge sie euch Frieden bringen und Beharrlichkeit verleihen. Und euch Tag und Nacht begleiten. Meine liebste Tochter. Oh. Das ist aber sad. Schließe deine Augen und spüre die sanfte Umarmung des Windes. Mögest du dein Schicksal finden, so wie wir das unsere gefunden haben. Wir lieben dich, Shianan. Warum schickt ihr sie dann weg? Danke euch allen für euren Segen. Jetzt bin ich mündig und die ganze Welt wartet auf mich. Aber wir kommen wieder, keine Frage. Shianan. Hör mit diesem Unfug auf. Sie macht nur Spaß, mein Schatz. Grüß die Hummer von mir. Der Pudel kann ja reden. Lebt wohl, ihr Lieben. Mehr gibt es wohl nicht zu sagen. Hihi. Komm, Kato, lass uns die Wellen reiten. Aber es gibt doch gar keine Wasserkarten, die wir bereisen könnten. Oh. Achievement. Leinen los. Puh, wir haben es geschafft. Kaum zu glauben, dass du vorher noch nie gesegelt bist. Du hast das wie ein alter Seebär gemacht, Kato. Ich werde nie verstehen, wie du uns durch diesen Nebel gelotst hast. Ich weiß, die Tradition verlangt, dass ich mich auf der ersten Insel niederlasse, aber ich würde lieber ein wenig mehr entdecken. Da draußen wartet schließlich eine große, weite Welt. Dieses Grasland sieht jedoch ganz nett aus. Warum schaust du dich nicht um, während ich die Inseln in der Nähe untersuche? Die Inseln in der Nähe untersuche. Wir können uns morgen wieder hier treffen und ich werde diese versunkene Stadt finden. Ich schwöre, dass ich sie gesehen habe. Alles klar. So, würde ich sagen, war es das für die erste Folge. Wir haben die erste Insel erkundet, sind jetzt auf der zweiten Insel und dann machen wir die nächste Insel vielleicht sogar insgesamt in der nächsten Folge. Wer weiß es nicht. Wenn das jetzt bei Inseln bleibt, dann könnte man das natürlich machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich hoffe, dass ihr nochmal wiederkommt. Um nichts mehr zu verpassen, gerne ein Abo dalassen. Und wenn euch das Video gefallen hat, ja auch gerne ein Like dalassen. Wenn ihr irgendwelche Anregungen habt. Brainlag. Gerne in die Kommentare schreiben und alle weiteren Infos zu meinen weiteren Kanälen und so weiter in der Videobeschreibung und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bye!